Herzlich willkommen bei Kids Kreativ. Heute zeigen wir dir, wie du ein Maritim-Armband mit dem Loom zauberst. So wie dieses hier. Es dauert ungefähr 7 Minuten. Falls ich zu schnell sein sollte, kannst du das Video natürlich jederzeit anhalten und wieder abspielen. Du brauchst einen Loom, eine Häkelnadel, 47 weiße Gummiringe, 18 blaue Ringe und einen Verschlussring. Der Loom befindet sich in der Startposition. Die Stifte sind versetzt angeordnet und ihre Öffnungen zeigen von dir weg. Nun bist du bereit, die Ringe aufzuspannen. Nimm deinen ersten weißen Ring und spanne ihn über die ersten beiden Stifte in der mittleren Reihe des Looms. Nimm den nächsten weißen Ring und ziehe ihn über diese Stifte und den nächsten Ring über diese. Spanne entlang der Reihe auf der linken Seite die weißen Ringe weiter über die Stifte. Spanne den nächsten weißen Ring diagonal über den Stift in der Mitte. Nun nimm den nächsten weißen Ring, kehre zurück zu dem zweiten Stift in der mittleren Reihe und ziehe ihn diagonal über den zweiten Stift auf der rechten Seite. Den nächsten so. Den nächsten genauso auf der rechten Seite. Und fahre auf der rechten Seite genauso wie auf der linken Seite fort. Nimm jetzt den ersten blauen Ring und ziehe ihn über diese beiden Stifte. Dann den nächsten. So. Und die nächsten genauso. Die restlichen blauen Ringe brauchen wir später. Jetzt spannen wir wieder die weißen Ringe auf. Nimm den nächsten weißen Ring und spanne ihn über diese Stifte. Und die nächsten genauso. So sieht das dann aus. Nimm einen weiteren weißen Ring und wicke ihn zweifach um deine Finger. Ich zeige es dir nochmal. Wicke ihn zweifach um die Finger und ziehe ihn über den letzten Stift in der Mitte. Gut. Ist dein Loom jetzt so wie dieser hier bespannt? Kannst du mit dem Überziehen beginnen. Drehe den Loom so um, dass der rote Pfeil zu dir zeigt. Nimm deine Häkelnadel und beginne damit, die Ringe der mittleren Reihe überzuziehen. Schiebe die Nadel in den Stift, schiebe den obersten Ring beiseite und greife den oberen weißen Ring darunter. Vergewissere dich, dass die anderen Ringe auf dem Stift liegen bleiben und ziehe ihn vorwärts über. Dann ziehe alle Ringe der mittleren Reihe vorwärts über, und zwar so. Thank you.
So weit, so gut. Hör bei diesem Ring auf und vergewissere dich, dass alle weißen Ringe in der Mitte übergezogen sind. Jetzt nimm den nächsten blauen Ring, drück nochmal alle blauen Ringe auf den Stift nach unten, um Platz für die weiteren Ringe zu schaffen. Nun nimm den Ring und spann ihn über diese beiden Stifte. Nimm den nächsten und spann ihn genauso über. Nimm den nächsten weißen Ring und zieh ihn über den Stift auf der linken Seite. Schiebe die Nadel in diesen Stift und ziehe den Ring vorwärts über den nächsten Stift. Nun alle weißen Ringe der Reihe genauso weiter vorwärts überziehen. Achte darauf, dass du die oberen blauen Ringe wegschiebst, sodass du nur den unteren weißen Ring greifst. Und in die mittlere Reihe. Kehre nun wieder zurück zum ersten Stift in der mittleren Reihe. Greife den letzten weißen Ring und ziehe ihn diagonal über den Stift auf der rechten Seite. Dann schiebe die Nadel hinein, greife den unteren weißen Ring und ziehe ihn vorwärts über. Fahre damit bis zum Ende der Reihe fort. Ziehe diesen Ring diagonal auf den mittleren Stift. So. Nun schiebe die Nadel in den Stift, greife den unteren weißen Ring und ziehe ihn vorwärts über. Nun schiebe deine Nadel in diesen Stift und lass den Ring komplett vom Stift auf die Nadel gleiten. Schau nach, ob du auch alle Ringe übergezogen hast und dein Loom nun so aussieht. Nun bist du bereit, die Ringe vom Loom zu ziehen. Dein maritim Armband ist jetzt fertig. Du kannst dein Armband nun noch verlängern, sodass es um dein Handgelenk passt. Ziehe dazu die Schlaufen des Ringes auseinander und ziehe sie über die ersten beiden Stifte des Looms, so wie hier. Nun nimm die weißen Ringe und schiebe deine Nadel in den aufgespannten Ring. Greife den nächsten weißen Ring und schiebe die Nadel durch ihn hindurch, sodass er doppelt auf der Nadel liegt. Nimm das nächste weiße Band und greife es so mit der Nadel, dass du es so durch den weißen Ring wieder auf die Nadel ziehen kannst. Noch einmal. Du kannst nun so lange fortfahren, bis du die benötigte Länge erreicht hast. Reicht die Länge? Ziehe den Ring vom Loom. Ziehe den weißen Ring so von der Nadel, nimm den Verschlussclip und befestige ihn so an dem Ring. Ziehe nun den Ring am anderen Ende des Armbands auseinander und befestige den Clip auch an dieser Seite. Nun ist das Maritim-Armband fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, ihr hattet Spaß bei diesem Videotutorial. Bis zum nächsten Mal.